Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf euch heute recht herzlich begrüßen im Europasaal der Wirtschaftskammer zu einem, glaube ich, ganz wichtigen Thema, Datenschutzgrundverordnung neu, tritt mit 25. Mai in Kraft. Zu mir hat schon mal einer gesagt, nach dem 25. Mai kommt der 26., also wir brauchen sie nicht zu fürchten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist eine gute Vorbereitung, eine gute Planung wichtig. In diesem Sinne haben wir mit der Frau Magister Neusl eine Vortragende heute da, die das Datenschutzpaket für unsere Branche, speziell für Tankstellen, Garagen und Servicestationsunternehmungen, zusammengestellt hat. Frau Magister Neusl, herzlich willkommen in unserer Runde und wir freuen uns auf einen spannenden und interessanten Vortrag. Und ich darf da auch dazu sagen, dass das Paket, das wir da geschnürt haben, auch für jeden dann zur Verfügung steht. Näheres wird uns dann der Hausherr des heutigen Tages auch herzlich willkommen, Robert Riedl, unser Geschäftsführer der Fachgruppe, wird uns das im Anschluss dann näher erläutern, wie das funktioniert und wie man zu dem Paket dann kommt. Wenn es irgendwelche Fragen gibt während des Vortrages, dann bitte gleich die Fragen stellen. Dazu haben wir Mikrofone stehen mit roten Knöpfen. Einfach draufdrucken, dann leuchtet das Mikrofon rot. Die Frau Magister Neusl sieht es dann und wenn die Frage gestellt ist, einfach den Knopf wieder ausschalten, weil sonst haben wir mit dem Filmen hinten ein Problem. Die ganze Veranstaltung wird mitgefilmt, das heißt, der Vortrag und die Frau Magister Neusl sind im Bilde. Und dieser Vortrag oder der Film kann er dann ab morgen auf der Homepage von der Wirtschaftskammer nachbetrachtet werden. Also wenn irgendeiner sagt, ich weiß nicht mehr genau, was da geredet worden ist, dann kann man morgen nachschauen. Und zwar live fast so gesehen. Ansonsten dürfen wir dann nach dem Vortrag einladen auf das Buffet, was wir draußen aufgebaut haben. Da noch ein bisschen quatschen und ein wenig netzwerken, das schaut meistens nicht. Und auch im Anschluss, wenn irgendwer spezielle Fragen hat, stehen wir natürlich noch zur Verfügung. Und in diesem Sinne möchte ich gar nicht mehr zu lang das auszuzögern und darf die Frau Neusl bitten, uns schlauer zu machen und vorzubereiten für den 25. Mai für die Datenschutzgrundverordnung neu. Besten Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Natürlich, wenn ich Sie nicht sehe oder das rote Licht nicht sehe, dann schreien Sie bitte einfach. Ich versuche eh darauf zu achten. Ich weiß, das Datenschutzrecht ist jetzt immer in den Medien gewesen und ich möchte Ihnen zuerst ein bisschen so einen kurzen Einblick geben, um was geht es eigentlich im Datenschutz, was bedeutet Datenschutz, was ist da überhaupt geschützt und anschließend so ein 8-Schritte-Programm, wie komme ich denn zu einem Basisschutz, zu einem Datengrundschutz. Ganz kurz, es ist recht lustig, wir haben vor kurzem das Datenschutzgesetz neu gekriegt, das ist noch nicht in Kraft, soll auch mit 25. Mai in Kraft treten. Letzten Freitag hat es eine Nationalratssitzung gegeben, da haben sie die Novelle, die noch gar nicht in Kraft ist, mit einem Beschluss noch einmal novelliert. Der Gesetzgebungsprozess ist jetzt noch in Gange. Ich weiß nicht, ob Sie es in den Medien mitbekommen haben. Es ist gerade sehr spannend, was sich da im Gesetzgebungsprozess tut in Österreich. Ganz kurz, Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, das heißt, sie gilt flächendeckend in der Europäischen Union. Das heißt, auch in Deutschland haben wir dieselben Bestimmungen wie in Österreich und nur so ein paar Öffnungsklauseln, das sind Themen, die der nationale Gesetzgeber wie Österreich regeln kann, sind übrig geblieben und das hat man eben in diesem nationalen Datenschutzanpassungsgesetz umsetzen wollen. Was hat es jetzt eigentlich Neues gegeben? Auf einen Blick, die Datenschutzgrundverordnung hat jetzt terminologische Neuigkeiten gebracht. Wir haben ja schon ein Datenschutzgesetz gehabt, das war das Datenschutzgesetz oder ist nach wie vor das Datenschutzgesetz 2000 und da ist immer die Rede gewesen von dem Auftraggeber, dem Dienstleister und dem Betroffenen. Es hat sich an der Konstellation dieser drei Personen grundsätzlich nichts geändert, außer die Terminologie. Wir haben jetzt zukünftig den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und der Betroffene, der ist gleich geblieben. Eine wesentliche Neuerung ist, dass jetzt nicht mehr nur Unternehmen, die in Österreich eine Niederlassung haben, das Datenschutzgesetz, sprich die Datenschutzgrundverordnung anzuwenden haben und zu beachten haben. Wir haben jetzt auch vorgesorgt, dass, oder die Europäische Union hat vorgesorgt, dass auch
Unternehmen, die eine Niederlassung in einem Drittstaat haben, unter bestimmten Voraussetzungen unser europäisches Datenschutzrecht beachten müssen. Ich weiß nicht, ob Sie es beachtet haben oder kennen, das Datenverarbeitungsregister. Es hat ja bisher schon ein Online-Register gegeben. Das ist bei der Datenschutzbehörde geführt worden. Da hat jeder Einsicht nehmen können. Man hat grundsätzlich dort auch Meldungen machen müssen. Das ist jetzt gefallen. Wir haben jetzt statt diesem DVR ein Verarbeitungsverzeichnis. Ebenso hat es eine Vorabkontrolle gegeben bei ganz wesentlichen Datenverarbeitungen, die auch risikogeneigter waren, wo sensible Daten drinnen waren, wie zum Beispiel auch Religionsdaten oder auch Gesundheitsdaten. Die haben direkt über den Tisch eines Sachbearbeiters bei der Behörde gehen müssen. Das war vorabkontrollpflichtig. Das ist jetzt auch gefallen. Wir haben stattdessen die Datenschutzfolgenabschätzung. Noch so ein Punkt, der neu ist, der obligatorische Datenschutzbeauftragte. Und ganz wesentlich, und vor dem fürchten sich alle diese Riesenstrafen, weil die Datenschutzgrundverordnung sieht abschreckende Strafen vor. Bisher war das Datenschutzrecht in Österreich, sagen wir mal, es hat es gegeben. Es ist aber sehr oft nicht beachtet worden und es ist eher so ein Gebiet, das ein bisschen im unteren untergeordneter Rolle gespielt hat. Jetzt haben wir diese Strafen, 2% vom Vorjahresumsatz oder 10 Millionen Euro oder 20 Millionen Euro, aber natürlich bleibt es nicht bei diesen Verwaltungsstrafen oder bei den Geldbußen. Man muss schon auch bedenken, dass das Datenschutzrecht ja weitergeht, nämlich als kleiner Teil der Informationssicherheit. Datenschutz hat ja auch, wenn man jetzt ein Verfahren hat und man hat den Datenleck und es passiert irgendwas, dann kann das natürlich dazu führen, dass das Unternehmen in der Gesellschaft einfach schlecht dasteht, weil natürlich dann viele Leute darüber reden, weil die Gesellschaft sich denkt, na, der macht überhaupt nichts für den Datenschutz, für die Informationssicherheit, und das natürlich auch sich negativ auf das Unternehmen auswirken kann. Also auch ein Grund, warum Datenschutz eine wesentliche Rolle spielt und man das einfach beachten sollte. Natürlich ist dann auch auf zivilrechtlicher Basis gibt es immer die Probleme, theoretisch, dass man schadenersatzpflichtig werden kann. Wenn etwas passiert, der Datenschutz verletzt wird, ist es nicht auszuschließen, dass hier Schadenersatzansprüche möglich sind. Datenschutz ist ein Grundrecht. Das heißt, es gilt gegenüber jedermann. Wir haben diese kleine Problematik in Österreich gehabt, ob das Datenschutzrecht, die DSGVO, jetzt auch für juristische Personen gelten soll, beziehungsweise das Datenschutzgesetz in der Fassung Anpassungsgesetz, weil hier eine Verfassungsbestimmung existiert, die von jedermann spricht. Wenn Sie es in den Medien gehört haben, wir haben jetzt das Datenschutz-Deregulierungsgesetz, das letzte Woche im Nationalrat beschlossen worden ist. Der Gesetzgebungsprozess ist noch aufrecht, aber da wäre eine Bestimmung drinnen, die klarstellt, dass nur natürliche Personen in diesen Datenschutzgenuss kommen. Datenverarbeitung, was heißt Datenverarbeitung? Das passiert automatisiert, das passiert nicht automatisiert. Also jeder, der Daten verarbeitet, personenbezogene Daten verarbeitet, auch in nicht automatisierter Weise, das kann jetzt sein ein Handakt, der nach einem bestimmten Kriterium systematisiert ist und geordnet ist, dann wäre das auch unter das Datenschutzgesetz zu subsumieren und müsste auch hier die entsprechenden Regelungen zu befolgen sein. Personenbezogene Daten, das sind Daten von einer Person, das kann zum Beispiel sein die IP-Adresse, das kann aber auch sein das Kfz-Kennzeichen, ganz klassisch der Name, das Geburtsdatum. Immer wenn wir von solchen Daten sprechen, sofort der Knackpunkt Datenschutz. Jetzt wissen wir, was ist geschützt und welche Verarbeitungen fallen darunter? Noch ein wesentlicher Punkt, Datenverarbeitungen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn Verarbeitungsgrundsätze eingehalten werden. Und wir haben hier personenbezogene Daten, die dürfen nur dann so und in dem Umfang verarbeitet werden, wie es für den Zweck dienlich ist. Also wir haben einen sehr strengen Zweckbindungsgrundsatz. Die Weitergabe der Daten muss natürlich auch sehr strikt gehandhabt werden. Ich darf Daten nicht einfach wahllos an dritte Personen weitergeben, sondern es muss ein bestimmter Rechtsgrund vorliegen. Unter dem Schlagwort die informationelle Selbstbestimmung soll gewahrt bleiben.
Ich habe Ihnen hier eine Grafik aufgezeichnet, wie dieses System Datenschutz eigentlich funktioniert. Und das ist immer so dieser Ausgangspunkt. Man muss zuerst feststellen, welche Rollen sind denn eigentlich relevant. Ich habe schon vorher gesagt, die Begrifflichkeiten haben sich geändert, das System ist aber gleich geblieben. Wir haben den Betroffenen, den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter. Der Betroffene und der Verantwortliche haben sehr oft ein Vertragsverhältnis oder es gibt eine Einwilligung. Ich brauche irgendeine Rechtsgrundlage, warum der Verantwortliche, der Daten verarbeitet, vom Betroffenen Daten verarbeitet, dies überhaupt darf. Und da haben wir bestimmte Rechtsgrundlagen, die sagen, sagt uns die DSGVO, wann das möglich ist, nämlich dann, wenn ich ein Vertragsverhältnis habe zum Beispiel oder dann, wenn ich eine Einwilligung habe oder wenn ich zum Beispiel berechtigte Interessen habe. Der Verantwortliche kann jetzt aber, Verantwortliche sind Ihre Unternehmen zum Beispiel, der kann jetzt oft aber Verarbeitungen nicht selbst durchführen und dazu braucht er einen Auftragsverarbeiter, der diese Datenverarbeitung für ihn durchführt. Und damit dieses Verhältnis Betroffener und Verantwortlicher gewahrt bleibt, dass der Betroffene, das kann jetzt zum Beispiel ein Kunde von Ihnen sein, das kann aber auch ein Mitarbeiter vom Unternehmen sein, ein ehemaliger Mitarbeiter vom Unternehmen, damit der seine Rechte wahrnehmen kann und ausüben kann, muss natürlich, wenn jetzt die Verarbeitung tatsächlich beim Auftragsverarbeiter passiert, muss das abgesichert sein. Und das mache ich mit einem Vertrag. Das heißt, wir haben immer dieses Dreiecksverhältnis. Natürlich zwischen Betroffenen und Auftragsverarbeiter gibt es keinen Vertrag. Der Betroffene muss immer den Weg über den Verantwortlichen gehen, dass wenn er seine Rechte, zum Beispiel das Auskunftsrecht oder ein Löschungsrecht oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung geltend macht, und dieses Verhältnis muss natürlich schriftlich durch einen Vertrag abgesichert sein. Und die Datenschutzgrundverordnung gibt uns im Artikel 28 genau vor, was in so einem Vertrag drinnen stehen muss. Der Auftragsverarbeiter kann natürlich dann weiter sich Subauftragsverarbeitern bedienen. Diese Subauftragsverarbeiter müssen natürlich genauso diese Rechte der Betroffenen wahren und ich muss dieses Verhältnis zum Auftragsverarbeiter, Verantwortlichen auch im Verhältnis Auftragsverarbeiter, Subauftragsverarbeiter überbinden. Das heißt, je mehr Personen in der Kette sind, desto mehr Verträge brauche ich. Ich muss immer vertraglich sicherstellen, dass der Betroffene seine Rechte ausüben kann und dass ihn seine Freiheiten nicht beschnitten wird. Damit das alles funktioniert, haben wir 8 Schritte entwickelt, damit man datenschutzgrundverordnungskonform ist und einen Grundschutz hat. Der erste Schritt ist, man stellt mal sicher, ob die Verarbeitungsgrundsätze eingehalten werden, ob eine Rechtsgrundlage vorliegt, ein Rechtmäßigkeitsgrund, ob der Zweck legitim ist, ob die Daten wirklich nur in diesem Ausmaß verarbeitet werden oder erhoben werden, die wirklich für den Zweck notwendig sind, dass die Daten nicht über lange Zeiträume gespeichert werden, wobei ich sie gar nicht mehr brauche oder gar keine Rechtsgrundlage mehr existiert. Ich muss diese Verarbeitungsgrundsätze im ersten Schritt abklären. Weiter geht es dann mit der Sicherstellung der betroffenen Rechte. Ich muss schauen im Unternehmen, ob ich, wenn ein Betroffener kommt zu mir und sein Auskunftsrecht geltend machen will, ob ich diese Rechte auch erfüllen kann und diese Ansprüche, ob ich denen nachkommen kann. Und das mache ich, indem ich Prozesse einfach dokumentiere. Der vierte Schritt ist, wenn jetzt irgendwelche Datenlecks passieren oder personenbezogene Daten verloren gehen, dann besteht eine Meldepflicht bei der Behörde. Unter gewissen Voraussetzungen kann es sein, ich muss halt selber entscheiden, ob ich die Meldung mache oder nicht. Unter gewissen Voraussetzungen, wenn ein ganz hohes Risiko besteht für Betroffene, dann muss ich sogar den Betroffenen benachrichtigen. Diese Meldepflicht, die muss natürlich auch im Unternehmen irgendwie abgesichert sein. Und das kann ich machen, indem ich einen internen Prozess einfach dokumentiere. Fünfter Schritt ist, dass ich die Dienstleistungsverträge, die bisher schon bestehen oder wenn es noch keine gibt, mal erhebe, den Status quo, wo habe ich meine Auftragsverarbeiter, was machen die, was ist der konkrete Auftragsinhalt und dann schriftlich sicherstelle mit Verträgen, dass ich gegenüber den Betroffenen die ganzen betroffenen Rechte auch erfüllen kann. Sechster Schritt ist, dass ich die datenschutzfolgenabschätzungspflichtigen Datenanwendungen, das sind Datenanwendungen, die
zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten von Betroffenen führen. Die muss ich in gewisser Weise prüfen, da muss ich mir einen Risikoprozess überlegen und dann schauen, kann ich diese Datenanwendung durchführen, kann ich das Risiko eindämmen und wenn nicht, kann es sogar sein, dass ich mir bei der Behörde Rat holen muss. Der siebte Schritt ist, ich soll prüfen, muss prüfen, ob ein Datenschutzbeauftragter notwendig ist. Wir haben ja vorher gehört, die DSGVO sieht die obligatorische Bestellung eines Datenschutzbeauftragten vor, wenn gewisse Voraussetzungen vorliegen. Und diese Voraussetzungen sind zusammengefasst, wenn die Kerntätigkeit der Datenverarbeitung oder die Kerntätigkeit des Unternehmens eigentlich in der Datenverarbeitung liegt, die eine systematische und umfangreiche Überwachung zum Inhalt hat. Das kann jetzt zum Beispiel sein, ein Parkplatz wird überwacht durch ein Sicherheitsunternehmen. Also da hätten wir eine umfangreiche systematische Überwachung. Die Kerntätigkeit kann aber auch darin liegen, dass Artikel 9 oder Artikel 10 Daten, da geht es um sensible Daten und strafrechtlich relevante Daten, dass die umfangreich verarbeitet werden. Und wenn die Kerntätigkeit in dieser Verarbeitung liegt, dann kann es auch sein, dass ich zu einem Datenschutzbeauftragten verpflichtet bin zu bestellen. Der achte Schritt ist das Datenverarbeitungsverzeichnis. Ein wesentlicher Grundsatz, den habe ich Ihnen noch vorenthalten, das ist der Grundsatz der Rechenschaftspflicht. Und der Grundsatz der Rechenschaftspflicht sagt, ich muss alles dokumentieren. Wenn die Behörde kommt, dann soll ich alles so weit dokumentiert haben, dass ich ein Dokument rausgeben kann und die Behörde sich ein Bild machen kann, ob ich die Verarbeitungsgrundsätze auch tatsächlich einhalte. Und dieses Datenverarbeitungsverzeichnis, das auch wir im Rahmen des Datenschutzkomplettpakets erstellt haben, das ist so eine Dokumentation, wo schon sehr viele Informationen abgedeckt sind und sehr viele Dinge man der Behörde einfach nur durch dieses Dokument mitteilen kann. Ich würde gern mit Ihnen jetzt kurz durchbesprechen, wie dieses Datenschutzkomplettpaket zu handhaben ist. Grundsätzlich, Entschuldigung, vielleicht kehren wir noch einmal ganz kurz zurück zu dem Datenschutzbeauftragten, dass das nicht so im Raum stehen bleibt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen, die da jetzt herinnen sitzen, tatsächlich in diese Rolle jemals kommen wird. Weil auch dieses Beispiel, das Sie genannt haben mit der Überwachung des Parkplatzes, ja, das betrifft die Überwachungsfirma, aber nicht den Parkplatzbetreiber. Also ich glaube, da kann man schon wirklich Entwarnung geben. Ich glaube, das ist für uns nicht wirklich in irgendeiner Form relevant. Ein klassisches Beispiel für einen Datenschutzbeauftragten wäre zum Beispiel das Krankenhaus. Oder wenn jetzt die Kerntätigkeit ist, eine IT-Dienstleistungsfirma, die eine verfolgende E-Mail-Werbung betreibt in diese Richtung. Also wenn man sagt, sie betreiben nur die Tankstelle, dann ist die Kerntätigkeit liegt sicher nicht in einer umfangreichen systematischen Überwachung aus meiner Sicht und liegt da nicht in einer umfangreichen Verarbeitung von Artikel 9 und Artikel 10 Daten, weil sie haben ja im Unternehmen Sie bieten keine medizinischen Dienstleistungen an, sondern die Kerntätigkeit ist die Bereitstellung von Parkraum oder die Bereitstellung von Öl, von Sprit, aber sicher nicht in diese Richtung. Genau. Gibt es dazu vielleicht noch Fragen? Weil dann könnte man das gleich. Okay. Dann schauen wir kurz, vielleicht ergeben sich dann eh noch die Fragen, wenn wir jetzt diese Anleitung durchgehen. Das Datenschutzkomplettpaket besteht aus verschiedenen Teilen. Der Teil 1 ist das Datenverarbeitungsverzeichnis. Im Teil 2 haben wir einen Katalog von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit. Datenschutz heißt ja auch Schutz. Ich muss irgendwie sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, geschützt werden, und zwar durch technische und organisatorische Maßnahmen. Technische Maßnahmen, das kann jetzt sein, wenn ich einen Laptop habe und zum Beispiel die Festplatte verschlüssel. Organisatorisch, das kann sein, dass ich die Räumlichkeiten, wo der Server drinnen steht, absperre. Dass jemand verpflichtet ist, wenn er nach Hause geht, vorher zu schauen, ist der Raum auch tatsächlich abgesperrt, dass die Türe, die Eingangstüre verschlossen ist. Der Teil 3, das ist ein Leitfaden für Betroffenenrechte. In diesem Leitfaden ist kurz erklärt, welche betroffenen Rechte gibt es, und im Anschluss finden Sie konkrete Handlungsanleitungen, was mache ich denn, wenn jetzt ein Betroffener kommt und seine Rechte ausüben will, wie entgegne ich dem und wie kann ich das intern handhaben. Der Teil 4a besteht aus einer Datenschutzerklärung für die Website.
wesentlich in der Datenschutzgrundverordnung ist auch der Punkt, dass der Transparenzpunkt, weil die Betroffenen sollen wissen, was passiert denn mit ihren Daten. Und die DSGVO sieht vor, dass Verantwortliche, das ist ihr Unternehmen, dass die Betroffenen vorab informieren, über welche Datenverarbeitungen es überhaupt bei ihnen gibt. Der Teil 4b ist ebenso eine Datenschutzerklärung bzw. eine Information für Mitarbeiter, speziell für Verarbeitungen, die Mitarbeiter betreffen. Der Teil 5 besteht aus verschiedenen Musterformularen. Da finden Sie zum Beispiel eine Mustereinwilligungserklärung, wenn Sie Daten verarbeiten, zum Beispiel Werbemaßnahmen setzen, Gewinnspiele, dann brauchen Sie immer eine Rechtsgrundlage. Eine dieser Rechtsgrundlagen kann die Einwilligung sein. Und an diese Einwilligung stellt die Datenschutzgrundverordnung gewisse Voraussetzungen. Und damit Sie einfacher diese Einwilligungserklärung umsetzen können, finden Sie da ein Muster drinnen. Sie finden auch einen Auftragsverarbeitervertrag, eine Geheimhaltungserklärung für Mitarbeiter, ebenso auch Antwortschreiben zum Auskunftsbegehren und Mustervorlagen für diverse Dokumentationen. Ich habe vorher gesagt, wir müssen feststellen, ob die Datenverarbeitung überhaupt den Verarbeitungsgrundsätzen gerecht wird, ob eine Rechtsgrundlage besteht, ob es überhaupt die Daten dem Zweck entsprechend verwendet werden und ob sie nur im erforderlichen und notwendigen Umfang und Ausmaß verarbeitet werden. Wir haben uns überlegt, gerade bei Ihnen im Unternehmen, ein Garagierungsunternehmen oder ein Tankstellenunternehmen, welche Anforderungen da notwendig sind. Und wir haben versucht, so ein Muster zu erstellen, und das ist dieser Teil 1, dieses Datenverarbeitungsverzeichnis, das möchte ich mir dann nachher noch in Ruhe kurz anschauen, wie das ausschaut. Da haben wir das alles reingepackt, wovon wir ausgehen, dass das bei Ihnen im Unternehmen übliche Anwendungen sind. Da gehören zum Beispiel rein eine Mitarbeiter-, eine Personaldatenverarbeitung. Ich denke, jeder von Ihnen oder sehr viele von Ihnen haben Mitarbeiter, haben Angestellte. Diese Daten werden natürlich verarbeitet. Genauso Rechnungswesen und Logistik. Sie haben einen Einkauf, Sie haben einen Verkauf, Sie haben Abwicklungen im Zusammenhang mit Geschäftsfällen. Das Datenverarbeitungsverzeichnis, das wir nun erstellt haben im Rahmen des Datenschutzkomplettpakets, ist ein Muster. Das heißt, der erste Schritt ist auch, sich mal anzuschauen, fehlen gewisse Dinge, die ich im Unternehmen noch habe, und zu ergänzen. Wir haben auch eine Videoüberwachung mit aufgenommen und diese Videoüberwachung, die müsste auch ergänzt werden. Sie finden da immer so kurze Anmerkungen, wo noch etwas fehlt und von Ihnen auszufüllen ist. Wenn Sie das Verarbeitungsverzeichnis anschauen, dann gibt es hinten eine Liste mit technischen und organisatorischen Maßnahmen. Kontrollieren Sie bitte die Liste, ob die auch tatsächlich den Gegebenheiten entspricht. Sie erhalten das Dokument im Word-Format, das heißt, es ist auch bearbeitbar. Sie können es ergänzen, Sie können, wenn Sie was nicht brauchen oder nicht im Unternehmen verwenden, rauslöschen. Sie können Anmerkungen machen, es gibt eigene Felder für Anmerkungen. Und Sie sollten auch, wenn Sie das Datenverarbeitungsverzeichnis bis 25. Mai idealerweise durchgesehen haben, ergänzt haben oder vielleicht adaptiert haben, dann sollten Sie auch schauen, dass Sie einen Rhythmus reinkriegen. Es kann halbjährlich sein, das kann auch einmal im Monat sein, wenn Sie die Zeit haben, einfach mal durchzuschauen, ob sich irgendeine Datenverarbeitung verändert hat. Und wenn diese Veränderung stattgefunden hat, dann muss das natürlich aktuell gehalten werden. Wenn keine Veränderung stattgefunden haben, dann speichern Sie dieses Verzeichnis trotzdem einfach in einer aktuellen Version ab, damit nachvollziehbar ist, dass Sie dieses Verzeichnis durchgesehen haben, gecheckt haben, es gibt nichts Neues, es passt alles noch so, wie es drinnen steht, und dass alles nachvollziehbar ist. Denn wenn die Behörde mal kommen sollte und prüfen sollte, dann können Sie sagen, Sie haben es aktuell gehalten, weil ständig Adaptierungen und Überprüfungen stattgefunden haben. Sie sollten natürlich dieses Verarbeitungsverzeichnis auch
so gespeichert haben oder ausgedruckt haben, dass sie es jederzeit griffbereit haben, dass wenn jemand kommt, wenn die Behörde kommt und theoretisch verlangen würde von ihnen, dass sie das Verarbeitungsverzeichnis vorlegen, dass sie das auch wirklich in einem Griff haben, dass sie können eine Person benennen, einen Datenschutzkoordinator oder eine Person, die sich um datenschutzrechtliche Angelegenheiten kümmert, bei der dieses Verzeichnis verwahrt wird, oder sie behalten es selbst an einem sicheren Ort und verwahren es gut. Sie können natürlich das Verarbeitungsverzeichnis auch elektronisch aufbewahren. Wenn Sie es ausgedruckt haben, dann schauen Sie natürlich auch, dass Sie immer die aktuelle Version ausgedruckt haben und nicht irgendwie dann plötzlich irgendwie verschiedene Versionen herumgeistern. Wenn Sie jetzt selbst Dienstleister sind, das heißt Auftragsverarbeiter, Sie verarbeiten Daten, personenbezogene Daten im Auftrag von jemand anders, dann müssen Sie ein eigenes Verzeichnis führen. Das ist ein bisschen ein abgespeckteres Verzeichnis als das für Verantwortliche. Da müssen Sie aber ergänzen, das jetzige Verzeichnis um gewisse Punkte, nämlich da gehört rein der Name des Verantwortlichen, die Kategorie der Verarbeitungstätigkeit und wenn Daten in Drittländer übermittelt werden dann natürlich auch Informationen zu den Drittländern. Das wäre dann zusätzlich noch zu machen. Der Datensicherheitsmaßnahmenkatalog, hier können Sie, wenn Sie einen IT-Dienstleister haben, mit diesem abklären, dass die darin enthaltenen Datensicherheitsmaßnahmen. Ja. Könnten wir vielleicht gleich direkt konkret die Daten ansprechen, damit das nicht so abstrakt ist, die wir verarbeiten im Rahmen von Tankstellen oder Garagierungen, damit wir nicht nur abstrakte gesetzliche Aspekte sehen, sondern dass wir wissen, aha, bei uns hat sich einer beworben und daher haben wir personenbezogene Daten und da sind drei Personen beworben, haben wir schon drei Datensätze. Oder die Videoüberwachung, die wir in der Tankstelle haben. Aber ansonsten sind das sehr, sehr viele Dinge, mit denen wir alle miteinander wahrscheinlich niemals im Leben was zu tun haben werden. Naja, jetzt haben sie schon was damit zu tun. Nein, ist klar, die personenbezogenen Daten, von denen wir immer reden, da geht es um Bewerberdaten, da geht es um Datensätze, die in einem Lebenslauf drinnen sind, da geht es um Datensätze wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, da geht es um Bonitätsdaten, da geht es um Kontonummern beim Mitarbeiter, Bankdaten, beim Kunden genauso Bankdaten, da geht es um Daten, die am Lieferschein stehen, da geht es um Daten, die auf der Rechnung oben stehen, also Daten, Sie haben natürlich in Ihrem Unternehmen nicht nur eine Kategorie von Daten, sondern Sie haben sehr viele Kategorien, weil natürlich Sie haben Kunden, Sie haben Lieferanten, Sie haben Mitarbeiter, Sie haben Website-Besucher oder Newsletter-Abonnenten. Wenn Sie ein Gewinnspiel machen, dann haben Sie auch von Gewinnspielteilnehmern Daten. Wenn Sie Videoüberwachung haben, haben Sie Daten von Personen, die in diesem Einzugsraum der Videoüberwachung drinnen sind, da gibt es natürlich sehr viele Daten. Vielleicht schauen wir uns gleich das Verarbeitungsverzeichnis an, dann sehen Sie ein bisschen was und können sich vielleicht ein bisschen was besser vorstellen. Also wir haben beim Verarbeitungsverzeichnis mal auf der ersten Seite ganz grundsätzliche Angaben, nämlich die Angaben zum Verantwortlichen. Sine, Firma, Firmenbuchnummer, da gehört Ihr Unternehmensbezeichnung rein, da gehört die juristische Person, die konkrete Firmenbezeichnung rein, die Anschrift, Telefonnummer, die E-Mail-Adresse. Im zweiten Feld finden sich die Angaben zum Datenschutzbeauftragten. Wie wir vorher schon gesprochen haben, der Datenschutzbeauftragte ist ja nur in ganz bestimmten konkreten Fällen zwingend notwendig zu bestellen. Bei Ihnen ist die Kerntätigkeit, sehe ich dort, dass Sie wirklich nur Parkraum bereitstellen, dass Sie eine Dienstleistung anbieten, nämlich oder Sprit verkaufen oder im Shop irgendwelche Waren verkaufen. Ist aus meiner Sicht kein Datenschutzbeauftragter zu bestellen, weil keine umfangreiche Verarbeitung von sehr sensiblen Daten oder strafrechtlichen relevanten Daten passiert und auch keine umfangreiche systematische Überwachung erfolgt. Das heißt, hier haben Sie schon dokumentiert für die Behörde,
ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt. Wenn Sie natürlich zum Entschluss kommen, Sie bestellen einen fakultativ oder Sie müssen doch einen bestellen, weil Sie noch einen zweiten Gewerbebereich haben, wo das vielleicht relevant sein könnte, dann wäre hier natürlich das Kreuzerl dementsprechend anzupassen. Darf ich kurz zwei Fragen zum Datenschutzbeauftragten stellen? Zum einen, zum einen braucht er eine bestimmte Ausbildung? Das wäre die eine Frage. Und das zweite, welche Verantwortung oder persönliche Verantwortung hat der zu tragen, so er benannt ist? Oder kann ich mich selbst als Unternehmer dort eintragen? Weil grundsätzlich gegenüber einer Behörde und einer Prüfung macht es ja schon ein gutes Bild, einen Datenschutzbeauftragten benannt zu haben. Und wenn da weder Verantwortung noch eine Ausbildung dahinter sitzt, würde für mich als Unternehmer ja nichts dagegen sprechen, dass ich mich da selbst als Beauftragter irgendwo eintrage. Ich kann Ihnen gleich sagen, Sie als Unternehmer, wenn Sie der Unternehmensleiter sind, dann können Sie nicht Datenschutzbeauftragte sein. Da gibt es nämlich eine ganz nette Stellungnahme von der Artikel 29 Datenschutzgruppe. Das ist so ein unabhängiges Beratungsgremium, das ist kein Gesetzgebungsorgan, aber die machen doch sehr, sehr wichtige Stellungnahmen, die bei der Auslegung des Gesetzestexts relevant sind. Und die sagen, gerade der Datenschutzbeauftragte darf keiner Interessenskollision unterliegen und da muss man die Unvereinbarkeiten prüfen. Und die führen als Beispiel an der Leiter des Unternehmens, der Marketingleiter, die führen auch an der IT-Leiter. Also dort wo Leitungsfunktionen sind, wird sehr schwierig, als Datenschutzbeauftragter zu agieren, weil natürlich einerseits die Interessen des Unternehmens im Vordergrund stehen, der Datenschutzbeauftragte aber nicht die Unternehmensinteressen zu vertreten hat, sondern eigentlich zu schauen muss, ob die regulatorischen Vorschriften eingehalten werden und da spießt sie sich halt dann. Aber grundsätzlich eine spezielle Ausbildung ist im Gesetz nicht definiert, aber der Datenschutzbeauftragte muss natürlich die Fähigkeiten haben und das Fachwissen, das auch tatsächlich zu tun. Darf ich mich da trotzdem noch einmal einschalten? Ich würde das Feld ganz bewusst nicht ausfüllen. Ich würde der Behörde gar keinen Namen da nennen, weil sie erwecken dann auch einen falschen Eindruck der Behörde gegenüber. Ihr Hauptzweck ist ja definitiv nicht dieses Profiling. Sie sind kein Berufsdetektiv, Sie sind niemand, dessen Hauptzweck in der Verarbeitung der Daten zu sehen ist. Sie sind ein Unternehmer. Sie brauchen das nicht. Und ich würde daher auch gar nicht erst lang irgendjemanden auf die Idee bringen, dass da irgendwas passiert, was vielleicht, wo man näher nachschauen sollte. Darum ist er bewusst jetzt einmal vorab schon nicht bestellt angekreuzt gewesen, weil aus unserer Sicht einfach durch das, dass die Voraussetzungen vorliegen, kein obligatorischer Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist. Und wenn es jemanden im Unternehmen gibt, der sich für Datenschutz interessiert und wo Sie als Unternehmensleiter sagen, ja, das passt, wenn sich der darum kümmert, dann soll der Datenschutzkoordinator sein und dann können Sie ja das Feld zum internen Koordinator angeben, der halt dann Anlaufstelle für die Behörde sein kann. Das müssen Sie aber nicht, das ist optional. Nein, das ist die Datenschutzbehörde. Da gibt's bitte eigene befragen, Behörde. Immer die Mikros verwenden, sonst hört man es nicht und dann haben wir es am Film nicht drauf. Danke. Wir haben Ihnen auf der Seite 2 jetzt nur mal kurz abschließend zum Datenschutzbeauftragten die einzelnen Punkte, wie die Artikel 29 Datenschutzgruppe diese Begrifflichkeiten auslegt mit Kerntätigkeit, umfangreiche Verarbeitung, Überwachung, sind da aufgeführt und sind Beispiele gebracht. Also wenn Sie da nicht reinfahren, dann können Sie beruhigt Nein ankreuzen. Sie finden da noch eine kurze Dokumentation, was Stammdaten sind. Wir haben das Verarbeitungsverzeichnis nach Kategorien aufgebaut, nach Datenkategorien und haben da diesen Kategorie Stammdaten im Sinne des Telekommunikationsgesetzes verwendet. Das heißt, hier finden Sie auch eine Definition, welche Daten da unter Stammdaten zu verstehen sind. Ups. Eine klassische Datenanwendung oder Datenverarbeitung, die glaube ich, jeder von Ihnen im Unternehmen durchführt, ist so eine Kunden- und Lieferantenverwaltung, wo das Rechnungswesen reingehört, wo die Logistik und die Buchführung reingehören. Sie haben hier entsprechend dem Gesetz auch den Zweck definiert, Sie haben die Rechtsgrundlage schon vorangekreuzt, das haben wir schon übernommen, definiert. Wenn man hier runterschaut, das rutscht.
die Löschfristen sind schon vor angekreuzt. Daten, nehme ich mal an, werden nicht in ein Drittland übermittelt. Wenn es so sein sollte, dann wäre hier natürlich Ja anzukreuzen und das entsprechend zu adaptieren. Es gibt Datenschutzfolgenabschätzung, ein eigenes Feld für die Risikobewertung. Hier sehen Sie auch, da ist schon Nein angekreuzt. Es gibt schon einen Entwurf von der Datenschutzbehörde, eine sogenannte Whitelist, wo Verarbeitungen drinnen sind, die keiner Datenschutzfolgenabschätzung bedürfen. Das haben wir hier schon reingenommen. Und Sie sehen hier die betroffene Person. Sie sehen hier aufgelistet, wer ist denn die betroffene Person? Das sind, wie gesagt, ob die Kunden oder Lieferanten des Verantwortlichen, das können aber auch die Mitarbeiter sein. Wir haben hier eine laufende Nummer, die Datenkategorie, welche Daten da gespeichert werden oder verarbeitet werden und die Übermittlungsempfänger, die sind nummeriert und hinten gibt es eine lange Liste und die technischen und organisatorischen Datensicherheitsmaßnahmen. Das müssen Sie einfach dann im Unternehmen querchecken. Passt das so fürs Unternehmen? Habe ich was zusätzlich? Fehlt irgendwas? Habe ich was nicht? Dann gehört es halt adaptiert. Sie haben auch da noch ein Feld, wie man vorher gesagt hat, beim Auftragsverarbeiter, wo Sie dann auch konkret reingeben können. Gibt es einen Auftragsverarbeiter für eine Datenverarbeitung? Das kann der IT-Dienstleister sein. Dann wäre hier Ja anzukreuzen. Sie können dann auch den Namen, die Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse ausfüllen. Dann haben Sie alles gleich sofort griffbereit und übersichtlich gestaltet. Und so sieht im Endeffekt jede Datenverarbeitung aus, wenn wir jetzt drunter gehen. Da gibt es die Liste mit den Übermittlungsempfängern. Die Liste ist natürlich auch ergänzbar. Und Sie können dann, je nachdem, wo Sie es benötigen, diese laufende Nummer hier oben bei den einzelnen Datenverarbeitungen eintragen. Ist es soweit klar, wie das Verarbeitungsverzeichnis zu handhaben ist? Von der AVA kriegt man bei der Evaluierung so Unterlagen. Wir sind im Kfz-Bereich. Mhm. Und das ist genau dasselbe, da habe ich auch Mustersachen, die was für mein Unternehmen vielleicht gültig sind oder nicht. Und genauso adaptiere ich das dann auch. Genau. Im Grunde war die Zielsetzung dieses Musterdatenschutz-Komplettpaketes die, dass sie eigentlich zu 80-90% hoffentlich nur noch ihren Namen oben drauf schreiben müssen. Und einmal schauen müssen, passt es grundsätzlich für Sie? Im Wesentlichen sollte es passen und da und dort nimmt man vielleicht die eine oder andere Ergänzung noch vor. Aber im Wesentlichen sollten Sie Ihre Verpflichtungen, die Ihnen das Datenschutzgesetz auferlegt, und so dramatisch sind es nicht, da muss man die Kirchen ein bisschen im Dorf lassen, im Wesentlichen sollten Sie mit diesem Paket Ihre Verpflichtungen erfüllt haben. Und sollte es einmal irgendwo nicht klappen, ich sage, mittlerweile hat auch unsere Regierung gecheckt und ein Einlenken gezeigt mit diesem Deregulierungspaket, das jetzt beschlossen worden ist. Es gilt einmal prinzipiell der Grundsatz beraten statt bestrafen. Es ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass am 26. Mai die Datenschutzbehörde bei Ihnen aufkreuzt. Das ist, glaube ich, generell etwas, wo man ein wenig Entwarnung geben kann. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht zu erwarten, dass da jetzt überfallsartig plötzlich jemand daherkommt, der da ihren Betrieb durchleuchtet. Das einzige Risiko, und das soll man nicht ganz vom Tisch wischen, ist, dass sich irgendjemand einmal den Jux macht, möchte ich fast sagen, ein paar Narische gibt es zwei, und stellt ihr Unternehmen auf die Probe und sagt, ich möchte jetzt von dir wissen, was hast du von mir für Daten gespeichert, weis mir das nach und ich möchte, dass diese Daten gelöscht werden. Das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem man sich vielleicht einmal auseinandersetzen wird müssen. Wo habe ich von dem Daten, wo sind die überall abgelegt und wie kriege ich den eigentlich außer? Aber da muss man dann natürlich auch unterscheiden, wenn ich halt wo gesetzliche Verpflichtungen habe, etwas aufzuheben, dann sage ich, dann gibt es da auch kein Löschungsbegehr. Man sagt, da steht ein Gesetz dem entgegen. Aber dort, wo es eben keine gesetzlichen Verpflichtungen gibt, bestünde theoretisch die Möglichkeit. Aber wie gesagt, alles mit Maß und Ziel. Und ich glaube,
man soll halt da rausgehen, dass man auch ein bisschen das Gefühl hat, ein wenig Entwarnung. Weil es war in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr viel in den Medien zu lesen, bis hin zu irgendwelchen horrenden Strafandrohungen. Ich glaube, das kann man einmal anhageln. Das Thema ist so gut wie nicht gegeben. Diese Gefahr haben sie nicht. Ja. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Also ich glaube nicht, dass die Behörde jetzt irgendein Unternehmen vernichten will mit extremen Strafen. Und mit dem Datenschutz-Komplettpaket haben sie wirklich ein super Basispaket, das im Unternehmen, wo sie einfach einmal einen gewissen Grundschutz haben, auf dem sie dann aufbauen können. Vielleicht nur ganz kurz, weil wir Löschung geredet haben. Sie haben da auch eine Liste an Speicherfristen, wo es zum Beispiel sehen, das klassische Schadenersatzansprüche. Natürlich kann immer wieder ein Kunde herkommen oder auch Mitarbeiter und irgendwelche Schadenersatzansprüche ans Unternehmen stellen. Die verjähren natürlich erst in 30 Jahren. 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, aber wenn der nicht bekannt ist, dann habe ich natürlich 30 Jahre. Also Sie sehen, da gibt es schon viele gesetzliche Regelungen, die mir einen relativ langen Speicherzeitraum ermöglichen. Genau. Sie sehen da ganz im Überblick, Kundenlieferantenverwaltung haben wir gerade durchgeschaut und dieses Service-Spiel spielt sie immer wieder, nämlich bei der Personalverwaltung und beim Bewerbermanagement. Sie haben natürlich Bewerberdaten, sie haben Personaldaten, Mitarbeiterdaten, bei der Kunden- und Lieferantenbetreuung und Marketing für eigene Zwecke. Sie haben womöglich ein Newsletter, sie veranstalten Gewinnspiele, das fällt alles in diese Verarbeitung rein. Sie schicken vielleicht Werbematerial aus an bestehende Kunden. Sie haben unter Umständen eine Videoüberwachung, Zugriffsverwaltung für EDV-Systeme. Wenn Sie irgendwelche EDV-Systeme verwenden, dann hat ein Mitarbeiter von Ihnen sicher irgendwelche Zugriffsberechtigungen. Er wird ein Passwort haben, er wird einen Usernamen haben. Irgendwo ist das natürlich dokumentiert und das haben wir da abgebildet. Zutrittskontrollsysteme ähnlich, Cookies- und Webanalysedienste. Ich kenne fast keine Website mehr, die keinen Webanalysedienst mehr verwendet, weil natürlich die Unternehmer wissen wollen, wie kommt die Website bei den Kunden an, wo ist ein Verbesserungspotenzial, das haben wir ebenso da abgebildet. Und in Übereinstimmung mit diesem Datenverarbeitungsverzeichnis haben wir natürlich auch eine Datenschutzerklärung gemacht und Datenschutzerklärung, die Betroffenen werden über die wesentlichsten Aspekte der Datenverarbeitung informiert. Das ist abgestimmt, diese 3 Dokumente sind es eigentlich, weil 4b, da ist die Informationsverpflichtung gegenüber Mitarbeitern, fällt natürlich da auch rein. Sie sehen hier, dort wo es gelb ist, ist natürlich zum Ergänzen verantwortlicher. Da gehört dann wieder Ihr Unternehmen rein mit voller Bezeichnung, mit Anschrift, mit Telefonnummer, mit E-Mail-Adresse. Ein guter Tipp oder kann man auch machen ist, wenn man auf der Website, wenn man jetzt vielleicht ein größeres Unternehmen hat, dass man wirklich eine spezielle E-Mail-Adresse einrichtet, die für datenschutzrechtliche Angelegenheiten ist, dass das alles zentralisiert wird und nicht irgendwo im Unternehmen gestreut ist, wo dann keiner mehr weiß, wo jetzt die Informationen dann tatsächlich liegen oder wo jetzt der Betroffene hingeschrieben hat und dann kann das innerhalb von einem Monat nicht beantwortet werden. Sie sehen, wir haben da reingeschrieben, dass ein Datenschutz... Ich eine kurze Zwischenfrage stellen, und zwar geht es um die Datenschutzerklärung. Muss ich für die bestehenden Daten, bestehende Kunden, bestehende Mitarbeiter so eine Datenschutzerklärung jetzt noch ausfüllen oder gilt das erst für den neuen Mitarbeiter ab dem 26.? Naja, die Datenschutzerklärung ist ja Informationspflicht. Das heißt, die geben es einfach auf die Website im Intranet, die können es hinten für die Mitarbeiter am Dienstvertrag raufdrucken, dort wo sie oder hängen es aus, dann haben die Mitarbeiter oder die Kunden sowieso die Informationen griffbereit. Aber gegengefertigt unterschrieben werden muss nicht? Nein. Die Artikel 29 Datenschutzgruppe schreibt da in der Stellungnahme, dass sowieso jeder, wir haben so ein flächendeckendes, mittlerweile guten Zugang ins Internet und dass jeder eigentlich schon fast über irgendein Smartphone oder ein Smart Device verfügt und jederzeit ins Internet kann. Und natürlich, wenn die Datenschutzerklärung im Internet steht, auf der Website oben steht, viele haben ja schon eine Datenschutzerklärung gehabt bisher, die gehört halt einfach erweitert, ergänzt. Oder eine zweite gemacht und dann kann man dieser Informationsverpflichtung gut nachkommen.
nur dass sie es gesehen haben, wie es ausschaut, die betroffenen Rechte, man muss den Betroffenen informieren, welche Rechte das er hat. Da schreiben sie wieder bei Verantwortlichen genau rein, persönlich, telefonisch oder schriftlich, die Adresse, die Zustelladresse, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse. Das sind dann die Kontaktdaten der Datenschutzbehörde für eine eventuelle Beschwerde und dann abgestimmt mit dem Verarbeitungsverzeichnis die Informationen zu den einzelnen Datenverarbeitungen. Und das gleiche Spiel ist natürlich dann auch mit den Mitarbeiterdaten. Wenn Sie die Datenschutzerklärung auf die Website stellen, dann machen Sie einfach einen Link und den fügen Sie in die E-Mail-Signatur ein. Weil wenn Sie mit Kunden korrespondieren oder mit Mitarbeitern korrespondieren oder mit Bewerbern korrespondieren, dann haben Sie sofort in der Signatur den Link zur Datenschutzerklärung drinnen und die jeweiligen Betroffenen können sofort direkt die Informationen abrufen. Gleiches gilt, wenn Sie jetzt einen Newsletter verschicken und die Einwilligungserklärung auf der Webseite einholen oder Cookies setzen oder irgendwelche anderen Analyse-Tools, dann gerade bei der Einwilligungserklärung, dann geben Sie sofort den Link dazu. Dann kann der Betroffene, der Website-Besucher oder der Newsletter-Abonnent, der einen Newsletter von Ihnen zugeschickt haben will, dann kann der sofort nachschauen, okay, diese Daten werden von mir im Rahmen dieses Projektes oder des Newsletter-Versands, typisches Beispiel die E-Mail-Adresse, wird dort verarbeitet. Ist das soweit? Gibt es da irgendwelche Fragen dazu? Gut. Nächster Punkt in der Teil 2 der Dokumente ist der Datensicherheitsmaßnahmenkatalog. Das ist ein Maßnahmenkatalog, den können wir uns auch kurz anschauen. Den stimmen Sie am besten mit dem IT-Dienstleister ab, ob der die entsprechenden Maßnahmen einhält. Sie sehen Zugangs- und Zugriffskontrolle. Physische Zugangskontrolle, natürlich ist ein Schlüsselmanagement eine Zutrittskontrolle. Also nicht bei diesen ganzen Datensicherheitsmaßnahmen geht es nicht nur um technische Aspekte, sondern geht es natürlich auch viel um organisatorische Maßnahmen. Und das ist so ein praktischer Leitfaden, wo die einzelnen Maßnahmen drinnen stehen, einerseits technisch, andererseits organisatorisch, welche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden sollen. Also 20 Seiten, relativ lang und sehr umfangreich. Aber da können Sie sich mal orientieren. Weil natürlich die Datenschutzgrundverordnung schreibt ja nicht selbst rein, welche Maßnahmen man setzen soll, sondern sie sagen immer nur, ja, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Belastbarkeit und nimmt sehr stark Bezug zum Stand der Technik. Und das soll ein bisschen eine Hilfe sein, dass man einfach im Unternehmen abgesichert ist, auch organisatorisch. Wichtig ist natürlich auch der Auftragsverarbeiter. Der Artikel 28 DSGVO sieht vor, dass man mit Auftragsverarbeitern schriftliche Verträge abschließen muss. In diesen Verträgen muss ein bestimmter Mindestinhalt vorhanden sein. Und diese Verträge, da haben wir einen Musterauftragsverarbeitervertrag entworfen. Und den können Sie einfach Ihren Auftragsverarbeitern zukommen lassen. Die sollen den unterschreiben und fertig ausfüllen. Bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen werden Sie nicht wissen, was der alles verwendet. Da muss er natürlich dann behilflich sein. Und dieses unterfertigte Dokument, das soll dann an Sie retourniert werden und das heben Sie sich gut auf. Das geben Sie wahrscheinlich bestens zum Verarbeitungsverzeichnis in eine Mappe rein, damit dort sichergestellt ist, dass wenn ein Betroffener zu Ihnen kommt, der Dienstleister, der Auftragsverarbeiter Ihnen gegenüber auch verpflichtet ist, Ihnen beizustehen, die entsprechenden Ansprüche wahrzunehmen. Ich habe in einer Stellungnahme gelesen, weil immer die Frage auftaucht, der Steuerberater, der Anwalt, ist das jetzt ein Auftragsverarbeiter, ist das selbst ein Verantwortlicher? Da gibt es eine aktuelle Stellungnahme aus Deutschland von der Datenschutzkonferenz und die sagen definitiv, Auftragsverarbeiter, wo zieht man die Grenze? Meiner Meinung nach muss man immer so ein bisschen abwägen, was ist denn der Inhalt des Auftrags? Ist ein wesentlicher Inhalt die Datenverarbeitung, dann wird es eher als Auftragsverarbeiter zu qualifizieren sein. Wenn das aber nicht so ist, dann ist ein eigenständiger Verantwortlicher.
der Steuerberater ist laut dieser Stellungnahme ein eigener Verantwortlicher. Nur ich sehe das schon getrennt, wenn der Steuerberater die Lohnverrechnung macht. Die Lohnverrechnung gehört meiner Meinung nach trotzdem zum Unternehmen und das ist eine Verarbeitung, die im Auftrag des Unternehmens geführt wird. Also jemand, der die Lohnverrechnung macht für Sie, fürs Unternehmen, dem schicken Sie auch so einen Vertrag. Entschuldigung, aber da habe ich eine Frage dazu. Ich war bei einer anderen Veranstaltung in einer anderen Branche, da ist genau das Gegenteil behauptet worden. Das ist auch nicht, die Abgrenzung ist auch nicht. Der Lohnverrechner ist ein Auftrags, ist kein Auftragsverarbeiter. Ja, das ist nicht ganz eindeutig. Man kann es natürlich auch anders sehen. Wir haben das intern auch diskutiert. Diese Stellungnahme aus Deutschland sagt nur definitiv, der Steuerberater ist, also diese ganzen Berufsgeheimnisträger, der Rechtsanwalt, der Steuerberater, die sind definitiv kein Auftragsverarbeiter. Beim Lohnverrechner kann man schon argumentieren, dass es ist. Man gibt natürlich auch Argumente, die dagegen sprechen. Das ist ganz klar. Die Grenze, das ist das Problem, dass die DSGVO uns halt nicht genau vorsagt, so ist und so ist es nicht, sondern man muss ein bisschen selber die Grenze ziehen und da haben wir bei uns in der Kanzlei und beziehungsweise sehe ich auch die Grenze dort, dass man sagt, wenn der wesentliche Auftragsinhalt wirklich die Datenverarbeitung ist, dann ist er als Auftragsverarbeiter und im Zweifel schließt man halt einfach einen Auftragsverarbeiter ab. Der Leitfaden zu den betroffenen Rechten, schauen wir uns auch noch ganz kurz an, wie das ausschaut. Also Sie sehen, wir haben, das ist so aufgebaut, dass Sie zuerst die allgemeinen Grundsätze und Prinzipien der betroffenen Rechte haben und anschließend konkrete Prozesse, wie Sie vorgehen können. Da macht es natürlich einen Sinn, wenn Sie wirklich jemanden im Unternehmen haben, der sich um solche Dinge kümmert, weil ich nehme mal an, als Unternehmensleiter hat man sehr viel zu tun, man hat viele Termine, man muss sich um viel administrativen Aufwand kümmern. Wenn so eine Person im Unternehmen zur Verfügung steht, dann schauen Sie, dass das irgendwie zentralisiert wird bei einer Person, und auf die man sich verlassen kann und die das dann auch wahrnimmt, die einzelnen Rechte und auch die Prozesse durchführt. Aber hier haben Sie dokumentierte Prozesse, wenn die Behörde kommt, dann können Sie das Dokument vorlegen, so wird vorgegangen oder so soll vorzugehen sein, wenn tatsächlich jemand sein Auskunftsrecht geltend macht, sein Löschungsrecht geltend macht. Ja. Machen wir da vielleicht ein Beispiel dazu, wenn sich jemand bei uns im Betrieb melden sollte, was kann er für Ansprüche geltend machen, was kann er sagen? Also grundsätzlich zu den betroffenen Rechten, ich glaube, das wesentlichste Recht ist für den Betroffenen dieses Auskunftsrecht. Es kann jemand zu Ihnen kommen, das kann ein Kunde sein, aber auch theoretisch ein Mitarbeiter oder ein ehemaliger Mitarbeiter und einmal fragen, welche Daten haben Sie denn im Unternehmen noch gespeichert? Und da wird der erste Prozess einmal zu sein, dass man fragt nach der Identität, man klärt einmal ab, ob die Person, wenn man es nicht eh schon kennt, ob die Person wirklich diejenige ist, für die sie sich ausgibt. Man wird nachfragen nach der Zustelladresse, nach der E-Mail-Adresse, wo soll man denn die Informationen hinschicken? Und man kann natürlich, wenn man keine Daten speichert, dann muss man eine negative Auskunft geben. Das heißt, man bestätigt einfach, es werden im Unternehmen keine Daten über diese Person gespeichert. Es gibt dann auch das Löschungsrecht, beziehungsweise auch eine Löschungspflicht, wenn eine unrechtmäßige Datenverarbeitung passiert oder einfach die Daten nicht mehr notwendig sind zur Zweckerreichung. Betroffene haben genauso auch ein Widerspruchsrecht. Wenn Sie jetzt Ihre Datenverarbeitung auf berechtigte Interessen stützen, das kann jetzt zum Beispiel sein, im Konzern werden Daten übermittelt, weil man halt irgendwas vereinfachen will, dann argumentiert man mit einem berechtigten Interesse, dann kann der Betroffene theoretisch herkommen und sagen, naja, meine Interessen sind aber überwiegender und die sind nicht so, sind den Interessen des Unternehmers überwiegender und kann theoretisch verlangen, dass die Verarbeitung dann eingestellt wird, wenn ich nicht als Unternehmer, als Verantwortlicher nachweisen kann, dass meine Interessen höherwertig sind.
ein wesentlicher Punkt oder wesentliches Recht ist auch das Widerrufsrecht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an den Newsletter denken, beim Newsletter brauchen Sie eine Einwilligungserklärung. Es gibt nur ganz bestimmte Voraussetzungen, wo keine Einwilligung notwendig ist, aber grundsätzlich gehen wir mal davon aus, man muss eine Einwilligungserklärung einholen. Jetzt kann der Betroffene natürlich jederzeit herkommen und sagen, ich will meine Einwilligung widerrufen. Und wenn der diese Einwilligung widerruft, dann soll es natürlich nicht so sein, dass der dann drei Wochen später wieder einen Newsletter zugeschickt bekommt. Dann, weil sonst könnte theoretisch der ehemalige Newsletter-Abonnent etwas verärgert sein und dann gegen sie vorgehen. Ich glaube, das häufigste Recht, das vorkommt, ist wahrscheinlich eher das Auskunftsrecht, dass jemand wissen will, welche Daten sind denn eigentlich im Unternehmen gespeichert. Widerruf kommt natürlich auch häufig vor, gerade dort, wenn man wirklich an den Newsletter denkt, das habe ich aus der Praxis auch, Newsletter widerruft man schneller mal und dann soll es halt nicht passieren, dass da die Daten weiterverarbeitet werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin suche und ich würde sagen, ich entscheide mich, genügt da nicht, dass ich die Unterlagen wieder zurücksende an den einzelnen Bewerber oder muss ich die genauso einfach nur mal dokumentieren, dass ich die eben aufbehalten habe für den Abgelehnten, sage ich mal so. Naja, wenn die Position nicht mit demjenigen besetzt worden ist, sind die Daten eigentlich zu löschen. Und das kann jetzt sein, indem ich die Daten einfach zurückschicke oder ordnungsgemäß vernichte und aus den elektronischen Systemen lösche. Ja. Ich meine, da gibt es aber, was ich jetzt, das ist eben im Verarbeitungsverzeichnis auch abgebildet, man kann natürlich eine gewisse Frist lang, muss man sich in gewisser Weise ja die Daten doch aufbehalten, weil vielleicht ist irgendwie, steht da noch Ansprüche, wenn ich jetzt dran denke in Richtung Diskriminierung oder so, dann habe ich natürlich ein Interesse daran, dass diese Daten noch vorhanden sind, wenn tatsächlich was kommen sollte, wenn nichts kommt, sind zu löschen, außer, was ich natürlich immer machen kann, mir die Einwilligung holen. Ich kann natürlich immer, indem ich zum Beispiel automatisches E-Mail zurückschreibe und in dem automatischen E-Mail ersuche einfach um kurze Bestätigung, dass die Daten des Bewerbers einfach für einen gewissen Zeitraum aufbewahrt werden und weiter. Irgendwer hat, glaube ich, noch jetzt eine Frage gehabt. Okay. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt mit den Personaldaten. Also wenn ich jemanden für einen ganz bestimmten Job suche und der bewirbt sich auf diesen ganz bestimmten Job und dann besetze den, vielleicht auch anderweitig, dann müsste ich eigentlich die anderen Bewerberdaten in Wahrheit vernichten, weil die brauche ich eigentlich nicht mehr. Es sei denn, es hat sich irgendjemand bei Ihnen einfach initiativ beworben für irgendeinen Job, dann kann ich natürlich später schon einmal anschreiben. Aber wenn sich einer für die Tätigkeit eines Kassiers zum Beispiel bewirbt, ja, dann darf ich ihn halt nicht nur einmal anschreiben ein paar Monate später, weil bei mir irgendwo was anderes frei geworden ist, was weiß ich, irgendwo als Vorwäscher oder so. Also da hätte ich dann wahrscheinlich aus datenschutzrechtlichen Erwägungen heraus ein Problem. Man kann es natürlich auch so handhaben, dass man wirklich sagt, man hat Bewerberdaten und man möchte die einfach aufbehalten und derjenige ist auch damit einverstanden und dass die jetzt nicht 10 Jahre liegen und nach 10 Jahren auf einmal kommt jetzt die passende Stelle und der denkt sich dann, oh mein Gott, warum, wie kommen die auf meine Daten, dass man einfach vielleicht auch so einen Prozess etabliert, wo man einmal im Jahr nachfragt, darf man die Daten nur evident halten oder ist das hinfällig, darf ich die Daten löschen, passt das, damit man sich selber einfach auch nicht mit Altdatenbeständen belastet. Ich hätte schon eine Frage dazu. Es kommt auch vor, dass also ein Bewerber oder ein neuer Mitarbeiter nach 14 Tagen, 3 Wochen wieder aufhört. Dann kann es ja wohl sein, dass ich die alten Daten wieder die Bewerbungen hervorhole, oder? Das heißt, ich halte mir die 1 bis 2 Monate zurück. Das liegt in meinem Interesse, oder nicht? Ja, vor allem, wenn man daran denkt, Sie haben ja womöglich sind auch an Ansprüchen ausgesetzt. Also, es kann ja immer wieder sein, dass sich ein Bewerber ungerecht behandelt fühlt und da muss ich die Daten auch einen gewissen Zeitraum
aufbehalten. Also solange ich irgendwie einen rechtlichen Grund habe, dass ich Daten aufbewahre, darf ich es natürlich aufbehalten. Ich meine, was man schon ein bisschen aufpassen muss, ist, ich kann natürlich nicht alle Daten immer ewig lang aufbewahren, sondern gewisse Daten sind halt dann zu löschen. Wenn man ans Dienstzeugnis denkt, beim Dienstzeugnis wird man nicht die ganzen Arbeitszeitaufzeichnungen oder was auch immer brauchen, sondern da wird man halt gezielt den Namen, von mir aus das Geburtsdatum, die Adresse und Eintritts- und Austrittsdatum brauchen. Also auch in dem Aspekt, dass man ein bisschen schaut, gerade bei den Altdatbeständen, weil oft ist so, dass Daten einfach nicht gelöscht werden, sondern jahrelang herumgeistern, da wirklich zukünftig einfach ein bisschen konsequenter sein und schauen, okay, welche Daten brauche ich jetzt tatsächlich noch und welche kann ich löschen und die gehören dann einfach gelöscht. Gibt es da noch irgendwelche Fragen? Wir haben vorher ganz kurz geredet, Datenschutzfolgenabschätzung. Grundsätzlich ist so, dass im Verarbeitungsverzeichnis, das wir jetzt erstellt haben als Teil 1, Datenverarbeitungen drinnen sind, die nicht unbedingt oder die schon in der Ausnahmeverordnung abgebildet sind und für die keine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig ist. Wenn Sie natürlich im Unternehmen Verarbeitungen durchführen, zusätzliche Unternehmen oder die Verarbeitungen anders durchführen, als wie sie wir jetzt abgebildet haben, dann kann es sein, dass natürlich gerade auch bei Profiling-Tätigkeiten eine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig ist. Drum auch als Empfehlung, einen Risikoprozess zu etablieren, dass man einfach kurz, bevor man neue Datenanwendungen hat oder wenn man das jetzt quercheckt und man kommt drauf, man hat doch viel mehr als nur angeführt, dass man einfach auch eine kurze Risikoanalyse macht und wenn sich bei der Risikoanalyse wirklich ergibt, dass da ein Risiko besteht, dann muss man halt eine Datenschutzfolgenabschätzung machen und das dann auch im Verarbeitungsverzeichnis abbilden. Gibt es dazu noch Fragen? Sehen Sie dieses Risiko tatsächlich? Ich hätte das gar nicht gesehen. Nein, ich glaube, das müssen wirklich Datenanwendungen sein, die... Das glaube ich immer. Aber vielleicht gehen wir noch einmal auf ein paar Praxisbeispiele ein. Ich denke mal, was für uns natürlich schon relevant ist, ist das Thema Videoüberwachung. Wie gehen wir jetzt damit um? Bis dato sind wir ja unter die Standardanwendung eingefallen. Was wird jetzt in Zukunft sein? Bei der Videoüberwachung ist so, das Datenschutzanpassungsgesetz enthält eigene Bestimmungen zur Videoüberwachung. Die Videoüberwachung, gerade im Tankstellenbereich oder auch bei Parkgaragen, ist aber so, dass die auch in der Datenschutzfolgenabschätzung Ausnahmenverordnung von der Datenschutzbehörde im Entwurf drinnen ist. Das heißt, da wird auch keine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig sein, wenn die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, wie bisher schon getroffen worden sind, weiterhin getroffen werden. Also Datenschutzfolgenabschätzung wirklich nur dort, wo Verarbeitungen durchgeführt werden, die jetzt nicht üblich sind, sondern die jetzt irgendwie Ausreißerverarbeitungen sind. Wo ich umfangreiche Profiling-Tätigkeiten mache, dass ich jemanden über eine Website hindurch oder über verschiedene Website-Besuche hindurch verfolge und damit eine entsprechende Überwachung generiere. Aber wenn das nicht gemacht wird und wenn nicht jetzt irgendwie Gesundheitsdaten im großen Stil verarbeitet werden, was ich mir auch bei Ihnen im Unternehmen nicht vorstellen kann, dann wird die Datenschutzfolgenabschätzung eher weniger relevant sein. Ja. Brauche ich eine Einverständniserklärung vom Mitarbeiter? Wofür? Für die Videoüberwachung. Naja, mitteilen müssen Sie es natürlich. Und das haben wir jetzt den arbeitsrechtlichen Aspekt. Man darf nicht außer Acht lassen, Betriebsrat und Zustimmung der Mitarbeiter bei der Videoüberwachung hat es ja bisher auch schon gegeben. Und vielleicht nur kurz zu den Mitarbeitern. Wir haben ja auch einen Ordner von Musterdokumenten, Mustervorlagen. Da finden Sie zum Beispiel drinnen auch, Stichwort Mitarbeiter, so eine Verpflichtungserklärung zum Datengeheimnis. Der Paragraph 6 Datenschutzgesetz, das ist jetzt auch ein bisschen eine andere Bestimmung, als es bisher gegeben hat, aber das Datengeheimnis war ja bisher auch im Datenschutzgesetz 2000 verankert.
lass uns alle Mitarbeiter unterschreiben, dass die das Datengeheimnis wahren, dass die Daten nicht nach außen hingegeben werden, sondern die Daten wirklich nur nach ausdrücklicher Anordnung an Dritte übermittelt werden, dass die Daten nicht irgendwelchen Personen offengelegt werden, dass auch Geschäftsgeheimnisse nicht irgendwie ausgeplaudert werden, sondern dass einfach sichergestellt ist, dass sich der Mitarbeiter daran hält und ihnen da jetzt nicht ins Kreuz fällt und Daten nach außen hin transportiert, die eigentlich nichts in dritter Hand verloren haben. Muss ich mir da noch einmal zum Mitarbeiterthema ein wenig einschalten. Was Sie aber auf jeden Fall brauchen, ist eine Einverständniserklärung von einem Mitarbeiter, wenn Sie die Fotos zum Beispiel im Internet veröffentlichen. Auch wenn Sie es auf die eigene Website stellen. Also das brauchen Sie in jedem Fall. Und was vielleicht auch noch etwas heikler zu sehen ist, und da würde ich Sie auch bitten, dass wir noch vielleicht ein wenig darauf eingehen, relativ viele unserer Mitgliedsbetriebe verwenden zum Beispiel Facebook zur Unterstützung ihrer werblichen Aktivitäten, mahnen es eigentlich gut, posten da Dinge wie Firmenfeiern, wie ja, Jubiläen, was auch immer, ist aber datenschutzrechtlich mehr als bedenklich. Vielleicht gehen wir auf das noch ein bisschen. Ich habe Ihnen da, wenn wir Mitarbeiterfotos Thema, das ist zum Beispiel so eine Mustererklärung, wenn Sie jetzt Mitarbeiterfotos auf die Website draufstellen, passiert ja auch sehr häufig, dann holen Sie im Vorhinein vom Mitarbeiter, bevor Sie das machen, die Zustimmungserklärung ein, dann kann nichts sein. Wenn der Mitarbeiter natürlich die Zustimmungserklärung widerruft, dann müssen Sie die Fotos dementsprechend auch von der Website runternehmen. Grundsätzlich sind so Veröffentlichungen von Fotos, wir haben ja nicht nur das Datenschutzgesetz bzw. die Datenschutzgrundverordnung als alleinige Rechtsmaterien zu beachten, sondern es gibt ja darüber hinaus noch ein paar andere Materien. Beim Newsletter ist zum Beispiel das Telekommunikationsgesetz, die berücksichtigt werden müssen. Und gerade bei den Fotos, da gibt es das Recht am eigenen Bild im Urheberrechtsgesetz. Und jedes Foto, das ich mache von einer Person, holen Sie da als Empfehlung die Einwilligung ein, bevor Sie die Fotos irgendwo veröffentlichen. Gerade auf Facebook, wenn es irgendwelche Kunden sind oder auch bei Mitarbeitern und die Fotos werden auf Facebook veröffentlicht, holen Sie vorher die Zustimmung ein, dass Sie das auch dürfen. Weil wenn Sie die Zustimmung nicht haben, dann kann es theoretisch sein, dass der dann lästig wird. Also Sie können da bei den Mitarbeiterfotos, das passen sie halt einfach an, dann haben sie halt da nicht die Webseite der Firma, sondern dann steht halt die Facebook-Seite und dann geben sie halt die konkrete Facebook-Seite an, wo das veröffentlicht werden soll. Ist das? Wollen Sie nur? Geht eh nicht um mich, es geht um Sie. Daher bitte der Aufruf an Sie, gibt es nur irgendwelche Fragen in dem Zusammenhang? Wenn der Mitarbeiter das jetzt unterschrieben hat, dass er damit einverstanden ist und er scheidet dann irgendwann aus, kann er dann trotzdem verlangen, dass ich die Fotos aus dem Internet wieder rausgebe? Ja. Ja. Obwohl er vorher damit einverstanden war? Ja. Okay. Das ist der Widerruf, dieses Recht hat er. Wenn ich eine Einwilligungserklärung erteile und der widerruft dann einfach die Einwilligung, dieses Recht hat er, dann sind einfach die Fotos zum Runternehmen. Ja. Wir haben, wenn wir bei den Fotos waren, wir haben das auch versucht, hier abzubilden. Also bei den Kunden, ich nehme mal an, dass da sehr viele womöglich ein Gewinnspiel veranstalten oder Kunden-Event-Fotos posten. Wir haben auch hier aus datenschutzrechtlicher Sicht im Verarbeitungsverzeichnis das abgebildet, dass Fotos veröffentlicht werden auf der Webseite. Wenn Sie es natürlich jetzt auf Facebook veröffentlichen ebenso, dann ergänzen Sie hinten einfach den Katalog bei der Webseite und schreiben Sie noch Facebook dazu. Dann können Sie die Fotos auch auf Facebook veröffentlichen. Es ist abgebildet, wenn Sie die Zustimmungserklärung eingeholt haben. Ich meine, wenn es keine Fragen mehr dazu gibt, vielleicht tauchen die dann noch später auf. Danke einmal herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Kommen Sie einfach her, fragen Sie, wenn Sie sich wohl nicht auskennen, wenn Sie noch irgendwelche sonstigen Fragen zum allgemeinen Datenschutzrecht haben. Ich werde versuchen, das irgendwie zu beantworten und Ihnen weiterzuhelfen.
Dankeschön. Ich würde vielleicht schon noch gerne einen Aufruf starten. Nützen wir noch die verbleibenden paar Minuten bis zum geplanten Ende. Erstens einmal sind die Würsteln draußen auch noch nicht ganz warm. Und zweitens einmal, glaube ich, haben wir jetzt die Chance, gerade jene Fragen zu erörtern, die Ihnen wahrscheinlich noch ein bisschen unter den Nägeln brennen. Ich konnte mir schon vorstellen, dass da und dort noch die eine oder andere Geschichte offen ist, gerade zum Beispiel im Umgang mit Kunden, das Newsletter-Thema oder das regelmäßige Anschreiben von Kunden. Wie geht man damit um? Wie holt man sich die Zustimmung hier wirklich? Wie geht man mit Werbeaussendungen um? Weil jetzt sage ich, das sind so die zentralen Punkte dieses Datenschutzrechts neu, wenn man das jetzt einmal so umschreiben darf. Ist das jedem klar, wie man damit umgeht? Dachte ich mir. Okay, dann vielleicht gehen wir auf das noch einmal ein. Man versendet regelmäßig Werbung. Wie tue ich da, dass ich mich halbwegs rechtskonform verhalte? Grundsätzlich schreiben Sie einmal nicht irgendwen an, mit dem Sie keine Geschäftsbeziehung haben, sofern es keine Einwilligung gibt. Also wenn Sie jemanden anschreiben, und da fällt auch drunter, nur um den anzuschreiben, darf ich Sie anrufen oder darf ich Ihnen einen Newsletter schicken. Das ist unzulässig, wenn Sie keine Geschäftsbeziehung haben. Sie müssen vorab, und das können Sie ganz, ganz einfach machen, wenn Sie solche Dinge ausschicken wollen, einen Newsletter, irgendwelche Direktwerbeangebote, machen Sie auf der Website ein Informationskästchen, wo drinnen steht Newsletter zum Abonnieren. Das können Sie, wenn Sie einen Online-Shop haben, wird bei Ihnen wahrscheinlich eher nicht ganz so relevant sein, aber Sie können es trotzdem auf der Website machen oder beim Kontaktformular. Sehr viele haben ja auch Kontaktformular auf der Webseite. Machen Sie da ein Kästchen mit, ich stimme zu, einen Newsletter oder ich will einen Newsletter erhalten, und verlinken Sie auf die Datenschutzerklärung, dass der Betroffene die ganzen Informationen abrufen kann, und der soll dann aktiv das Häkchen setzen. Die Datenschutzgrundverordnung hat ja auch als Grundsatz drinnen datenschutzfreundliche Voreinstellungen, und da gehört auch dazu, dass nicht irgendwelche Kästchen vorab angekreuzt sind. Schauen Sie da, richten Sie das einfach ein. Das Gleiche gilt bei den Cookies. Wenn Sie irgendwelche Web-Analyse-Dienste verwenden, gerade von Drittanbietern, Sie müssen umfassend informieren, welche personenbezogenen Daten da verarbeitet werden, gespeichert werden, zu welchem Zweck das passiert, wie lange die Speicherdauer ist, und Sie müssen die Einwilligung einholen. Machen Sie ein Pop-up, schauen Sie irgendwie, dass sobald der auf die Startseite kommt, dass das aufploppt, dass der Ihnen die Einwilligungserklärung gibt, dass Sie Cookies setzen dürfen. Wenn Sie eine laufende Geschäftsbeziehung mit jemandem haben, dann ist natürlich unvermeidlich, dass Sie mit dem korrespondieren. Laufende Geschäftskorrespondenz dürfen Sie natürlich immer machen. Was ist mit meinen bisherigen Stammkunden? Muss ich die jetzt auch alle fragen, ob ich ihnen weiter was schicken darf? Ich habe in letzter Zeit sehr viele solche E-Mails gekriegt. Das wird ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Ich sehe es grundsätzlich ein bisschen strenger, weil eigentlich sagt die Datenschutzgrundverordnung, man muss aktiv einwilligen und die Einwilligung muss nachweisbar sein. Eigentlich müssten Sie zumindest jetzt schauen, dass von den bestehenden Kunden einfach eine nachweisliche Einwilligungserklärung kriegen, dass die anschreiben und sagen, passt es eh weiterhin, dass sie den Newsletter empfangen, und wenn ja, dann schreiben Sie kurz zurück, klicken Sie auf ein Kästchen oder sonst was. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich mit denen ständig schon Korrespondenz, und gibt es natürlich, wenn da jahrelang E-Mails geschickt werden, dann kann man davon ausgehen, dass der Konkludent eine Einwilligung erteilt worden ist. Im Zweifel holen Sie es zur Sicherheit schriftlich noch einmal ein, dass dokumentiert ist. Meine Ansicht. Lieferscheinkunden, wenn ich eine Rechnung schreibe, zum Beispiel die Kohle. Nein, da brauchen Sie keine Einwilligung. Da brauche ich nichts. Nein, weil da haben Sie ja ein Vertragsverhältnis. Ich hab diese verschiedenen Rechtsgrundlagen oder Erlaubnistatbestände, und da ist einer davon ein Vertragsverhältnis oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Wenn Sie das haben, dann brauchen Sie keine Einwilligung, weil natürlich, Sie müssen den Vertrag erfüllen, und dazu müssen Sie die Daten natürlich verarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kundschaft habe, ich da einen Neukunden, steht bei mir im Geschäft,
Ich frage den Kunden, ob ich den anlegen darf. Reicht das oder brauche ich da schriftliche Einwilligung von dem Kunden? Wenn ich jetzt was verkaufe? Nein, wenn sie was verkaufen, haben sie ein Vertragsverhältnis. Wenn sie sagen, dass der eine Kundenkarte kriegt, dann macht es einen Sinn, dass man Einwilligung einholt. Aber ansonsten, wenn ein Vertragsverhältnis... Wenn ich jetzt Reifen verkaufe, der Kundschaft ist da, ich lege auch, dass ich die Rechnung schreibe. Brauchen sie keine Einwilligung, weil sie haben den Vertrag. Sie müssen ja die Daten verarbeiten, sonst können sie ja gar nicht abrechnen und können den Vertrag ja gar nicht erbringen. Ja, okay, das heißt, ich brauche keine schriftliche. Passt. Dann hätte ich nur was, Ordner, Personalordner. Mhm. Wenn ich die jetzt in einem Archiv habe, müssen die abgesperrt sein? Würde ich empfehlen, schon, ja. Okay. Da gibt es übrigens bei den Schlüsseln, da gibt es verschiedene DIN-Normen, wie sicher ein Schlüssel ist. Da kann man sich auch informieren. Da gibt es Schlüssel, die sind eher unsicher und Schlüssel, die sind eher einbruchsicherer. Da okay. sollte man halt vielleicht auch ein Schloss nehmen, das nicht unbedingt das Unsicherste ist, sondern eine entsprechende DIN-Norm hat mit einbruchsicher. Okay. Wie ist das mit E-Mails zum Beispiel von den Lohnverrechnern? Mhm. Kann man so irgendwas schützen oder reicht es, wenn ich sage, das kriege nur ich, das lege ich da und da ab? Reicht es? Naja, die Datenschutzgrundverordnung sagt schon Verschlüsselung. Also man kann E-Mails sehr wohl auch verschlüsseln. Man kann das mit einem Passwortschutz zum Beispiel machen, wenn man sagt, man kriegt ein PDF-Dokument und dann könnte man einen Passwortschutz einrichten, wo nur Sie den Schlüssel kennen, wenn Sie die Daten zwingend zur Verarbeitung brauchen. Okay. Beziehungsweise auch dann praktisch die Ordner am Laufwerk können dann auch passwortgeschützt. Genau, es soll nicht so sein, dass jeder auf jede Daten Zugriffe hat, sondern da soll man ein gewisses Berechtigungskonzept entwickeln, weil natürlich sonst die Gefahr besteht, dass alle Mitarbeiter in irgendwelchen sensiblen Daten, da geht es jetzt nicht nur um den Datenschutz, sondern da geht es auch um die Informationssicherheit. Es sind ja gewisse Dokumente, wo vielleicht keine Daten drinnen sind, aber Kennzahlen oder wichtige Unternehmensinformationen. Da soll ja nicht jeder einen Einblick haben und das kann man ganz einfach lösen, indem man Berechtigungen vergibt und wirklich nur die darauf einen Zugriff haben, die tatsächlich die Informationen benötigen. Danke. Ich muss mich da noch einmal kurz einklinken, Entschuldigung, ein bisschen möchte da schon widersprechen. Ich glaube, es geht wirklich nicht darum, dass man jetzt Ordner, nämlich jetzt physische Ordner, wo sie Daten in Papierform ablegen, jetzt in irgendeiner Form in einem Hochsicherheitstrakt verwahren müssen, überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir dokumentieren, ja, okay, wir kümmern uns um Datensicherheit und sperren irgendwo zu, wo Daten liegen, die vielleicht nicht an jeden was angängen. Aber das muss jetzt kein Hochsicherheitsschloss sein. Es reicht, wenn das ein normales Schloss ist und Sie dokumentieren es, ja, Sie kommen Ihrer Verpflichtung nach, dass Sie das Zeug wegsperren und da hat nicht jeder Zugriff und den Schlüssel hat auch nicht jeder. Aus. An Wochenmann brauchen Sie da hätte ich aber noch bitte einen speziellen Punkt dazu. Ich habe vor kurzem einen Arbeitsinspektor ein Thema gehabt, der war bei mir vor Ort, ich war nicht auf der Tankstelle und der will freien Zugang zu der Arbeitszeitaufzeichnung. Wie soll sich das verhalten, wenn ich sage, ich muss sie einsperren? Na, Entschuldigung, ich meine, auch ein Arbeitsinspektor hat, klar, ich meine, er hat natürlich die Möglichkeit, dass er sich bei Ihnen im Betrieb umschaut und erkundigt, aber freien, schrankenlosen Zugang überall, ja, in Ihrem Beisein, ich sage mal so, er kann sich vorlegen lassen, was immer er zur Erfüllung seiner Tätigkeiten braucht, aber den jetzt irgendwo da wühlen zu lassen, naja, hätte ich auch so ein bisschen Bauchweh. Naja, wühlen nicht, aber er war ganz klar der Meinung, auch wenn ich nicht vor Ort bin, muss er einen Zugriff haben. Das ist so. Also das hat er mir so erklärt. Und das frage ich mich, wie Sie das mit der Datenschutzverordnung in Einklang bringen wollen, wenn die Ordner versperrt sind. Gut, also nur einmal, der Grundsatz der Datenschutzverordnung ist ja nicht der, dass ich sage, jegliche sonstigen Rechtsvorschriften sind damit außer Kraft gesetzt. Das ist ja auch ein Amtsträger. Ich sage, der kommt ja auch nicht von ungefähr und der hat ja auch durchaus die Möglichkeit, dass er sich auch mit sensiblen Daten auseinandersetzt. Also das sind ja andere Rechtsvorschriften, die da gelten. Aber worum es dabei geht bei dieser Verwahrung von Daten, ist, dass nicht irgendeiner von Ihren Kunden zum Beispiel in einen Lagerraum geht und dem vorhin Mitarbeiterdaten enthängt. Das ist damit gemeint. Man darf natürlich nicht vergessen, Behörden haben gewisse Rechtsgrundlagen und Rechtsvorschriften, die natürlich Behörden ermächtigen, in Daten Einsicht zu nehmen. Ich kenne die Bestimmung jetzt im Arbeitsinspektorat nicht, aber da wird es nicht mehr an irgendeine Bestimmung geben, auf die sich der stützt und weshalb Daten zu sichten sind. Bezüglich Arbeitsinspektor.
Ich denke mal, dass wir keine SP-Laden nicht sind für einen Arbeitsinspektor, aber kann man dann gehen kann und er sagen, ich würde sofort die Daten sehen. Er darf die Daten verlangen und ich muss ihm die Daten vorlegen. Natürlich kann er das schriftlich anfordern von mir. Das heißt jetzt nicht, dass er kommt und sagt, und jetzt will ich sofort alles sehen. Das kann es ja nicht sein. Das geht ja gar nicht. Wenn ich nicht da bin, was ist, wenn ich auf Urlaub bin? Ich kann nicht verlangen, dass meine Mitarbeiterin ihm irgendwelche sensiblen Daten gibt. Die kriegt er nicht. Das kann er schriftlich einfordern und dann kriegt er eine schriftliche Auskunft. Das kann nicht anders funktionieren. Wie gesagt, mein Erlebnis ist ein anderes. Ich habe das Verfahren noch laufen. Über Protokoll, wo das ganz klar drinsteht. Der will Zugang und hat das beanstandet, dass das nicht der Fall war. Also das kann ich Ihnen schriftlich vorlegen. Ja, das müsste man sich anschauen, was da im Gesetz drin steht, in den einschlägigen Bestimmungen. Wobei einige Punkte waren scheinbar die Arbeitsinspektoren sind nicht alle gleich, sage ich auch dazu. Dieses Thema kennen wir. Ne? Das ist das. Jeder, glaube ich, hat schon seine Erfahrungen gemacht mit Arbeitsinspektoren und das geht hin bis zu Themen, weiß ich nicht, der Eingangsbereich hat zu viel Neigung, der hat das mit freiem Auge gesehen. Ja, das kann, ist schon recht. Ja. Also es mag schon so sein, dass die Arbeitsinspektoren da teilweise ein bisschen unterschiedlich agieren, aber nichtsdestotrotz muss ein Arbeitsinspektor, also so bis jetzt nie anders erlebt, seine Dinge schriftlich einfordern und dann gibt es Auskunft. Also war noch nie anders. Weil das kann nicht, ich kann nicht jeder Mann zu meinen Daten, und da sind wir jetzt trotzdem wieder da, Zugang gewähren, das geht auch nicht. Das ist ja nicht möglich. Also das... Dann würde ich Sie aber bitten, dass die WKO mich da in der Form vertritt, weil ich habe das Thema ganz klar am Tisch. Und da heißt es einwandfrei, es muss der Zugang da sein, auch wenn ich nicht vor Ort bin. Das tun wir auch. Machen wir. Es gibt dazu eine eigene Sonderkommission, die sich um genau solche Dinge annimmt, wenn sie mit Arbeitsinspektionskontrollen oder mit Finanzpolizeikontrollen konfrontiert sind. Da haben wir auch schon die wildesten Dinge erlebt. Aber dafür genau gibt es auch Unterstützung aus unserer Maus. Gut, aber nur einmal zurück zum eigentlichen Hauptthema unseres heutigen Vortragsnachmittags. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die aus Ihrer Sicht offen geblieben sind? Bitte schön. Eine Frage ist noch, wie paranoid müssen wir sein bezüglich der Endgeräte? Müssen wir auf unsere Mobiltelefone mehr achten als bisher? Müssen wir da etwas verschlüsseln? Dürfen wir bestimmte Applikationen jetzt nicht mehr drauf haben, weil wir ja auch Adressverzeichnis drauf haben, weil wir teilweise berufliche E-Mails darüber lesen? Gibt es hierfür eine juristische Richtlinie oder Empfehlung? Ich sage Ihnen meine Meinung. Wenn Mitarbeiter keine Firmenhandys haben und Firmendaten auf den Privathandys von Smartphones von Mitarbeitern drauf sind, das gleiche gilt für Laptops, dann ist das ein gewisses Unternehmerrisiko. Jetzt nicht auf den Datenschutz eingeschränkt, sondern es ist trotzdem auch die Informationssicherheit. Wenn da Daten drauf sind und da passiert irgendwas, der Laptop geht verloren, der ist nicht verschlüsselt, der Mitbewerber kriegt es in den Finger, kann relativ leicht dann zugreifen und spioniert sie aus, welche internen Informationen da um und um geschickt werden. Das selber gilt beim Handy. Wenn der Mitarbeiter kein Firmenhandy hat, dann sollte er aus meiner Sicht eigentlich auch keine Firmeninformationen am Privathandy haben, weil einfach das Risiko relativ groß ist. Wenn Sie sagen, Laptop, natürlich ist sicher ist immer, wenn man was verschlüsselt, also gerade Festplattenverschlüsselung geht relativ einfach, soweit ich weiß. Wenn das ein Firmenlaptop ist, dann machen sie die Verschlüsselung. Genauso bei Firmenhandys, der Mitarbeiter, ich meine, WhatsApp ist immer so beliebt. Man schickt da über WhatsApp im Firmennetzwerk irgendwelche Lebensläufe hin und her, irgendwelche Namen, irgendwelche Kennzahlen. Das ist extrem gefährlich fürs Unternehmen, weil es ein Risiko beinhaltet. Weil gerade bei WhatsApp, die Daten gehen nach Amerika, man lässt denen einen Zugriff auf die Kontaktdaten, sie verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen, wo drinnen steht, dass die Nutzung von WhatsApp eigentlich nur für private Zwecke ist und nicht für unternehmerische Zwecke. Das ist alles ein gewisses Risiko und nicht auf den Datenschutz beschränkt, sondern rein aus informationsrechtlicher Sicht schon ein Wahnsinn.
Also gerade bei Mitarbeitern schauen Sie, dass die nicht irgendwelche unternehmensinternen Kommunikationen oder Dokumente mit nach außen tragen und am Privathandy oder am Privatlaptop speichern. Das kann man aber absichern, indem man einfach interne Anweisungen gibt, indem man eben in der Verpflichtungserklärung entsprechend ergänzt und Schulungen macht, Mitarbeiter sensibilisiert. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter auch wissen, was sie mit den Daten tun dürfen und was nicht. Da gehört eine gewisse Schulung, eine gewisse Sensibilisierung hin, dass man den Mitarbeitern auch sagt, hey, wann jetzt da Informationen nach außen dringen, dann kann das ein extremes Risiko haben fürs Unternehmen. Mich das Thema vielleicht auch noch ganz kurz aufgreifen. Ich glaube weniger, dass die mobilen Endgeräte jetzt narrisch haglich sind, weil die sind in aller Regel halbwegs gesichert. Spannend wird es zum Beispiel, wenn Sie als Unternehmer Daten auf einen USB-Stick überladen, insbesondere hagliche Daten, Kundendaten, Mitarbeiterdaten, und der Teufel schläft nicht und Sie verlieren den Stick. In aller Regel sind die Sticks nicht gesichert. Das wäre ein wirklich heikler Datenverlust, der auch der Behörde zu melden wäre. Und Sie haben jetzt das Problem, wann dann irgendwas ist und jetzt abgesehen davon womöglich von einem finanziellen Schaden, weil jetzt der Mitbewerber die Daten in die Hand kriegt, wann solche Datenschutzverletzungen sind, dann ist es der Behörde natürlich grundsätzlich auch zu melden. Und wenn ich dann melde und dann kommt die Behörde und fragt, warum, was ist da passiert? Und dann muss man feststellen, naja, weil ich gewisse Sicherheitsmaßnahmen anstand der Technik nicht ergriffen habe, naja, dann ist das wahrscheinlich ein gefundenes Fressen. Also auch bei USB-Sticks, wenn USB-Sticks verwendet werden im Unternehmen, dann grundsätzlich keine Privat-USB-Sticks. Ich würde schauen, dass nicht ein Mitarbeiter seinen Privat-USB-Stick am Firmenlaptop oder am Firmen-PC ansteckt, weil wer weiß, was da oben ist. Da kann es sein, dass der dann irgendeine Schadsoftware oben hat, die plötzlich dann am Firmennetzwerk drinnen ist. Und wann Firmen USB-Sticks verwendet werden, einfach verschlüsseln. Und die Anweisung, dass die nirgends liegen zu lassen sind. Also man kann schon durch solche Anweisungen und Mitarbeitersensibilisierung kann man schon schauen, dass da das Unternehmen gut aufgestellt ist. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Dann hätte ich gesagt, entschuldige, Roland. Ja. Wie weit hat der Kunde das Recht, dass er einzelne Daten sagt, er möchte gelöscht haben bei mir im Unternehmen? Beispielsweise Adresse und Name muss ich natürlich aufheben, wenn ich jetzt eine Telefonnummer, Kennzeichen und eine E-Mail-Adresse gespeichert habe. Und er schickt mir beispielsweise eine E-Mail, dass ich welche Daten ich gespeichert habe und dass er alle nicht relevanten Daten gelöscht haben möchte. Müsste ich beispielsweise die E-Mail-Adresse auch löschen und kann ihm gar nicht mehr antworten. Nein, man muss da schon abwägen, die Daten, die ich einfach brauche für einen laufenden Kontakt und wo ich ein Interesse dran habe, wo der Zweck noch da ist, wo eine Rechtsgrundlage vorliegt, die kann ich natürlich nicht löschen. Also auch wenn der jetzt verlangt, ich muss löschen, ich meine, zum Thema Löschen generell, es ist ja oft nicht möglich, dass ich was lösche, weil ich einfach das vielleicht im Backup drinnen habe und nur zu gewissen Zeitpunkten die Backups überspült werden. Da kann ich mir Abhilfe schaffen, indem ich einfach die Verarbeitung einschränke. Wann ist zu dem Zeitpunkt, wie der jetzt das haben will, nicht löschen kann und da gibt es eine entsprechende Bestimmung im Datenschutzgesetz neu, dann schränke ich die Verarbeitung ein. Das heißt, ich kennzeichne irgendwie im System, diese Daten sind nicht mehr aktiv und diese Daten dürfen nicht mehr weiterverarbeitet werden, man natürlich speichern darf es. Und ich muss halt dann natürlich sicherstellen, dass wenn ich auf das Backup Zugriff habe und das wieder reinhole, dass da die Daten nicht wieder aktiviert werden in den aktiven Datenvorhalt, dass dann plötzlich der wieder aufsteht, jetzt darf ich ihm alles wieder zuschicken. Aber grundsätzlich, wenn der sein Löschrecht ausüben will, alles, wofür ich keine Rechtsgrundlage, keinen Zweck mehr habe, ist grundsätzlich zu löschen, aber natürlich nur zu den Zeitpunkten, wann es mir möglich ist. Wenn es mir nicht möglich ist, dann schränke ich einfach die Verarbeitung ein und kennzeichne, dass das halt nicht weiter aktiv ist. Aber es kann schon verlangt werden, dass ich einzelne Daten jetzt einfach gleich lösche. Wenn er sagt, er will nicht, dass mir seine Telefonnummer gespeichert ist. Ja, theoretisch, wenn da keine gesetzlichen Grundlagen mehr vorliegen und keine Verarbeitungsgrundsätze mehr,
dann ist natürlich zu löschen. Aber das gilt ja nicht nur, wenn der herkommt, zu löschen, sondern das müssen sie ja sowieso machen. Wenn kein Zweck mehr existiert, weil der Zweck erreicht ist, wenn die Rechtsgrundlage nicht existiert, dann müssen sie die Daten sowieso von vornherein löschen. Da braucht er gar nicht kommen. Das ist der Grundsatz der Datenminimierung und Speicherbegrenzung. Nur die zwingend notwendigen Daten, und ich darf es nur so lange aufbehalten, wie ich es tatsächlich benötige. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Zusammenfassend jetzt nochmal. Das Paket, das da jetzt geschnürt wurde, wenn man das einmal quercheckt, das ist ja speziell für unsere Branche erstellt worden, und mit den Mustervorlagen, die da drinnen sind, sei es jetzt gegenüber Mitarbeitern oder auch Kunden, wenn man die so verwendet, dann hat man im Prinzip alles richtig gemacht. Dann sind sie sehr gut aufgestellt, ja. Okay, also das heißt jetzt nur zur Vereinfachung, einmal durchschauen, einmal drüber schauen, die Vorlagen, die hinten drinnen sind, verwenden und genau, mehr oder weniger erledigt. Genau. Ergänzen Sie einfach das, es ist eh immer gekennzeichnet, wo noch was zum Ausfüllen ist, wo der Name reinkehrt, die Firma, die konkrete Bezeichnung. Ergänzen Sie das, füllen Sie das fertig aus, lassen Sie die Mitarbeiter unterschreiben, lassen Sie Ihre Auftragsverarbeiter unterschreiben, dass Sie das alles dokumentiert haben, und dann sind Sie relativ gut aufgestellt. Und jetzt eine Frage zu Mehrfachbetreibern auch. Was ist, wenn ich jetzt 4 Einzelunternehmen habe? Muss ich das dann 4-mal machen oder reicht das dann auch, wenn man das einmal macht? Oder? Ich nehme mal an, dass das ein Unternehmen ist mit 4 verschiedenen Gewerbeberechtigungen. Dann reicht, wenn Sie das einmal machen. Wenn Sie 4 einzelne Unternehmen haben, dann wäre es 4-mal, weil natürlich jedes Unternehmen eigene Datenverarbeitungen durchführt. Jedes Unternehmen hat eigene Mitarbeiter, eigene Kunden, und damit gilt es auch als eigener Verantwortlicher. So, Stichwort Datenschutzkomplettpaket ist schon gefallen. Zu diesem Datenschutzkomplettpaket noch ein paar abschließende Worte. Das ist ein doch relativ umfangreiches Paket, das in der Vorbereitung auch relativ viel an Arbeit erfordert hat durch die Partner der Kanzlei und das Ihnen die Frau Magister Neusl heute vorgestellt hat. So ein Paket hat einen Wert von etwa 750 bis 900 Euro, je nachdem. Wir dürfen Ihnen dieses Paket ab morgen kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist eine Serviceleistung unserer Fachgruppe an Sie. Sie können das ab morgen als Mitgliedsbetrieb von uns unter verkehr1@wkooe.at per E-Mail anfordern oder Sie rufen uns einfach an, wie gehabt. Bitte? Sie können es natürlich auch telefonisch bestellen unter 05 90 909, Durchwahl 45 11 oder 45 12. Also telefonisch oder per E-Mail. Wir checken dann lediglich, ob Sie bei uns Mitglied sind, und schicken Ihnen dann dieses Paket als File einfach durch. Bitte? 05 90 909, das ist die allgemeine Nummer der Wirtschaftskammer, und unsere Durchwahl ist 45 11. 11 oder 45, 12. So, ich gehe mal davon aus, dass vielleicht bei dem einen oder anderen dann im Zuge des Ausfüllens von diesem Paket noch die eine oder andere Frage auftauchen wird. Selbstverständlich stehen wir auch dafür gerne zur Verfügung. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns diese Fragen übermitteln. Entweder können wir es eh selber lösen, und wenn es sehr komplexe Fragen sind, dann stellen wir sie gerne auch an die Kanzlei Hintermeier und Partner, wo auch die Frau Magister Neusl beschäftigt ist, und sie sind dann so lieb und beantworten uns die, und wir sind ein bisschen der Mittler. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, dann dürfen wir zum Schluss kommen, dürfen wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und dürfen Sie jetzt im Anschluss noch zu einem kleinen Buffet nach draußen bieten und herzlich einladen, und stehen gerne natürlich auch für Gespräche noch zur Verfügung. Danke.